Oh, nice, okay. Das ist ab. Das ist fertig, okay. Dann kann ja die ganze Zeit jetzt Holz gesammelt werden. Haben wir hier noch Plastik? Plastik und Holz wäre hier noch. Mal gucken. Holz wird ja eh noch gesammelt, das ist gut. Oh, mein Magen sagt, er hat Hunger. Oh. Ja, nicht nur. Oh. Ah, stopp! Die Leute haben Hunger. Wo ist das Essen hin? Ah! Jemand hat auf einmal alles aufgefruttert. Ja! Wir hatten so viel Essen, wo ist es hin? Ja, Essen ist noch da, aber es wird halt nicht gebraten, deswegen können sie es nicht essen. Es muss erst getrocknet werden. Mancher. Braten können wir das auch theoretisch, aber wir haben kein Material dafür. Gott. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist Essen so schnell. Wir hatten doch 20, über 20 Futter. Ja, der eine muss. Vielleicht hat einer da gerade Stressessen gemacht. Ich glaube auch. Also Plastik ist da, da sind Fische, die müssen nur getrocknet werden. Ich hab gesagt, da muss Fisch hin. Warum packen die jetzt da Holz hin? Okay. Wenn Holz fertig ist, muss unbedingt Fisch gemacht werden. Not zieht schon los. Was? Habe ich Fisch gehört? Ich bin unterwegs. Wie viel Fisch ist noch da? Oh, 5 Fisch, denn hast du alles wieder rausgeangelt. Fleißig. Ja, dann würde ich sagen, da sind noch mal die Fische. Haben wir genug Fisch zum. Wir haben 50 Fisch! Björn, sie muss halt den Leuten auch sagen, dass sie es verarbeiten müssen. Ja, ich merk's. Wird jetzt gemacht. Kein Wunder, dass die Lager voll sind, wenn man 50 Fisch hat. Oh Gott. Noch 1,5 Essen. Vor allem, du hast ja auch Dosenfutter mitgebracht. Das kann doch nicht schon alles leer gefuttert sein. Hatte jemand echt Hunger? Das waren. Über 10 Dosen. Ich kann noch mal Hat nachgucken. vielleicht eine Möwe uns beklaut? Was? Böse Möwe. Keine Ahnung. Das waren 7 Dosen. Hast du mitgenommen? Können doch Vielleicht muss man die nicht. Dosen warm machen. Das könnte vielleicht auch sein. Ich habe keine Ahnung. Au. Ah, nee, reicht erstmal. Oh, wir haben noch ein Essen. Fisch trocknet schneller. Ich würde sagen, wie viel Fisch ist hier noch drinne? 25 Fische, ja, okay. Okay, Holz. Wenn das Holz eingesammelt ist, dann geht's ab in die nächste Zone. Vielleicht gibt's ja da Essen auf einer Insel oder so. Hoffen wir's. Ich hoffe es auch. In der Zwischenzeit, wo wir da hinfahren, wird sie ja getrocknet, der Fisch. Das ist ja das Gute. Ich bin schon tatsächlich weiter als gedacht, Björnsi. Nice. Bin mega gespannt, wie es nachher aussehen wird.
So, wann kommen die Schiffe an? Das ist leer. Nee, das muss noch einmal. Okay. Dann hat es nur noch Chance, noch einmal 10 Fisch zu holen. Dass da hinten fertig ist. 0,5 Fisch. Ah, ich weiß nicht. Ich will. Okay. Wenn Snow angekommen ist mit ihren Fisch, dann geht's in die nächste Zone. Wie du das jetzt jedes Mal sagst, einfach. Ja. Wenn der und der das gemacht hat, dann gehen wir in die nächste Zone. Ja, und dann wird's nee, wenn doch der anders und der gemacht. Das gemacht. Ja. Irgendwie schon. So. Okay, warten wir. So, jetzt, wenn er zu Hause ist. Oh, wow, Björnsi. Wenn Salty Bastard zu Hause ist, dann geht's in die nächste Zone. Er hat noch ein bisschen Holz dabei. Muss. So, keiner ist unterwegs. Jetzt fahren wir weiter. So, anlegen. Jetzt geht's weiter. Wohin fahren? Da gibt's eine Möwe. Da gibt's ein Tier. Features, Tiere. Ja. Gehen wir da hin, da gibt's Tiere. Da brauchen wir Öl. Ja, wir haben 3 Öl gefunden. Ah. Hallo. Oh! Steve! Ja! Ja! Das ist Steven Seagal. Das ist Steven Seagal. Definitiv. Hier gibt's Schrott. Altmetall. Oh, Altmetall einsammeln. Bedeutet, wir können Essen machen. Was sind das für komische Steine? Algen. Algen? Daraus kann man auch Essen machen. Mhm. So. Wir sind immer noch am Verhungern fast. Baubels holt jetzt ein Tier. Es ist Steven Seagal. Möwennest. Steve. Es ist ein Fresssack, als ob. Nein! Aber er isst nur Fisch. Ja, muss er ja auch. Komm, Steven. Steven Seagal, da ist er. Was macht er jetzt? Geil. Was macht er jetzt? Der macht nur Transport und Sachen einsammeln. Ja, super. Das ist geil. Moment. Ja. Das bedeutet... Nice. Das ist wirklich cool. So, das ist fertig. Darf ich wo angeln gehen, Bill? Lass mich angeln. Ich will angeln. Aber wir haben ja noch so viel Fisch. Nee, lass mich lieber kochen. Okay. Stimmt. Wo gibt's Forschung? Nee, keine Forschung. Aber wir könnten. Wir haben jetzt Altmetall. Jetzt ist die Frage. Ja. Okay, die Frage hat sich erledigt. Wir brauchen Essen. Also, ich bin für den Fischkebab. Ja, dann hau rein. Dann bauen wir den Fischkebab. Altmetall, ja, kriegen wir jetzt gleich. Demnächst. Das sieht so cool aus. Guck dir Steven an. Guck dir die Seagull an. Fliegt dahin, schnappt sich was und fliegt zum Lager. Und packt's nice. Da rein. Dahin. Es ist cool gemacht. Steve hat sich Fuchs angeschaut. Braucht er ein Haus? Ja. Was? Ja, nee, ist, ja. Ist schon klar. So, jetzt können wir es bauen, oder? Jetzt ist die Frage, wo bauen wir es hin? Ich habe eine Idee. Direkt neben der Distille. Klingt nach einem Plan. Komm. Noch 12 Altmetall.
Ich glaube nicht, dass wir so viel drin haben. Ja, der muss, glaube ich, nochmal fahren. Hat die Möwe gerade einen Fisch dran gehangen? Wie geil ist das denn? Wir brauchen noch drei. Nein! Wir brauchen noch drei. Irgendeiner muss losziehen. Ja, irgendjemand ist, glaube ich, schon auf dem Weg dahin. Ja, es wird weniger. Oh, wow. Die ganzen Autos werden gelootet. Wissen sie ja auch. Viadukt. Ohne Autos? Kein. Wie nimmt sie Autos mit? Ich nehme die ganzen Autos mit. Nee, wer nee, ist nee, das ist, weiß ich nicht. Die eigentlich... Ach, weil sie kein Wasser mehr macht. Die ist ja zuständig für Wasser abkochen. So, das bedeutet, eigentlich haben wir genug. Das bedeutet, es kann wieder Holz gemacht werden. Das bedeutet, getrocknet wird nicht mehr. Weil wir braten die Fische jetzt statt getrocknet. Gebraten ist, glaube ich, auch ein bisschen lecker. Jo, ist halt so ein stinkender, getrockneter Fisch. Wobei, ich weiß nicht, sind die dann vielleicht ein bisschen weniger länger haltbar? Gibt es die eine Haltbarkeit? Weiß ich jetzt gerade nicht. Gucken wir gleich mal, wenn ich das Ding gebaut habe. Vielleicht gibt es ja noch andere Rezepte. Irgendwas anderes braten. Mhm. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, haben wir zurzeit nicht so große Wasserprobleme. Also die Wasserbadewannenkonstrukt ist schon gut. Aber ich glaube, zwei sind noch ein bisschen zu wenig. Aber ja, erstmal die machen müssen wir es ja uns... auch nur langsam, hat stand ja da. Ja, aber erstmal brauchen wir Essen. Groß. 36 Fisch kann... Ah, da ist es. Getrockneter Fisch. Nährwert 0,5. Okay. Jetzt die Frage, was bringt ein fertiger Fisch? Braten. Alles Schreckliches. Auch bestimmt wieder Holz. Wir müssen ein bisschen Holz produzieren wieder. Oh nein, ist da genug Holz jetzt drin? Nicht, dass ich jetzt aus Versehen Holz jetzt in die Werkstatt reinschmeiß und dann ist mehr. Nein. Bitte fang an zu bauen und nicht das Holz verarbeiten. Drück doch mal drauf, vielleicht steht da extra was. Nee, leider nicht. Ich kann leider nicht sehen, aber... Grillt Fische. Einfach, aber lecker. Nice. Mehr steht da nicht. Hallo? Du könntest ja jemand zum Holz baut. Schicken. Ja, Holz wird schon... Ach so. Weil das sieht nicht so aus, als hätte jemand überhaupt die Aufgabe, Holz zu holen. 52 Holz haben wir noch. Aber ja, hast recht, es sollte... Hier vielleicht... Eigentlich haben wir alles genug. Aber wir könnten hier das Holz mitnehmen, das Nasse. Und... Vielleicht noch die Algen rausholen? Und die Algen. Da hast recht. Die Wasser ist jetzt auch gerade wenig. Miau. Bau schneller. Vielleicht gehen sie auf die Barrikaden. Ja. Wenn Essen mehr da ist. Besonders die Möwe.
Obwohl, die kann ja eigentlich ihren eigenen Fisch fangen. Nein! Bin schon wieder auf der falschen Ebene! Oh nein! Ah, guck mal hier. Gekochter Fisch, Nährwert 1. Bin voll dafür. Mach mal richtig lecker Fisch. Nice, das ist 1 zu 1. Das bedeutet, ein Holz ist ein fertiger gebratener Fisch. Bisschen teuer. Naja, Wasser ist 2 zu 1. Also 2 Holz, ein Wasser. Ja, ich habe halt eher gedacht, 2 Fische, ein Holz. So. Und auch wieder. Der wäre auf jeden Fall besser. Die Möwe meckert schon. Ach, weil sie noch kein Bett hat. Wir müssen der Möwe ein Bett bauen. Auch noch. Aber ich finde, es sieht cool aus. Der Fisch da gebraten wird. Wie sieht der gebratene Fisch aus? Ist der auch nur orange oder sieht der ein bisschen anders aus? Nee, der sieht so aus, mit ohne Kopf. Ah. So sieht's aus. Ah, so. Leicht angebrannt, so wie du es magst. Lol, die Möwe da. Oh, Eschen. Nice. Die Möwe hat sich schon den ersten gekochten Fisch gesnackt. Obwohl, nicht wirklich. Ja gut, jetzt haben wir eine Möwe, eine Siebensigall, aber... Oh, nicht... Ah, mach auf Bergen. Trotzdem haben wir immer noch Probleme mit Wasser und mit Essen. Eigentlich auch mit den... Naja... Das sind Algen, oder? Ja. Ich würde sagen, wenn die Algen... eingesammelt sind, dann sollten wir vielleicht ins nächste Gebiet wegen trinken und essen. Vielleicht finden wir ja da was. Jetzt die Frage, wo wollen wir hin? Es gibt hier einmal eine verlassene Stadt oder verlassene Stadt und Öl. Würde schon fast sagen, nehmen wir die verlassene Stadt, oder? Ja. Und von der verlassenen Stadt aus geht es Richtung Wasserturm, da gibt es Trinkwasser. Und dann geht es wieder zu einem Viadukt. Oder wir könnten dahin und mehr Leute holen. Von da aus. Ich weiß nicht, ob wir mehr Leute brauchen gerade. Brauchen auf jeden Fall definitiv Essen. Und Essen könnte vielleicht hier geben. Gehen wir mal. Auf jeden Fall Holz haben wir jetzt wieder genug. Aber zurzeit macht keiner den Grill. Da gerade Wasser gemacht wird, okay. Okay, ich würde schon fast sagen, die nächsten Punkte, die wir kriegen, vielleicht in ein größeres Lager investieren. 10 Punkte, also wir brauchen noch 7 Punkte. Denn größeres Lager bauen. Das brauchen wir definitiv.
Okay, Wasser sieht noch gut aus gerade. Aber was nicht gut aussieht, ist der Fisch. Brauchen wir auf jeden Fall eine Menge. Ach, guck mal. Aus ein Holz machen wir zwei Brennholz.